Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, heute einem Neujahrs-Special. Ich und der Dennis vom Forsten Rettet Podcast haben uns zusammen überlegt, es wäre doch eine geile Idee, wenn wir mal eine Runde Wer wird Millionär Fußballer-Edition spielen. Das heißt, wir stellen uns 15 Fragen jeweils und schauen am Ende, wer vielleicht die Million haut oder wer am nächsten zumindest drankommt. Dafür gibt es auch drei Joker, nur sind wir natürlich im 1v1, deswegen gibt es keinen Telefon-Joker und keinen Publikums-Joker. 50-50 gibt es auf jeden Fall, den kennt ihr, da fallen zwei Antworten weg. Dann gibt es noch den Moderator-Tipp, da gibt der jeweils andere, der sich die Fragen überlegt hat, einen Tipp an den Kandidaten. Und der dritte Joker ist quasi so eine Art passiver Joker, nämlich der Second Chance Joker. Das bedeutet, wenn jemand rausfallen sollte, also eine Frage falsch beantwortet, fällt er zum ersten Mal dann nicht raus und darf ein einziges Mal dann noch weitermachen. Ansonsten muss ich zu Wer wird Millionär nicht mehr so viel erklären. Schaut gerne rein und ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Auf geht's. Es ist einfach der zweitbeste Experte hinter Marcel Reif, würde ich sagen. Ist der Titel, den wir hier gewinnen können. Und deswegen würde ich sagen, starten wir auch rein mit der ersten Frage. Wer fängt denn von uns überhaupt an? Willst du erst mir die Fragen stellen oder ich dir? Ja komm, ich hab nämlich hier eine, da wirst du safe lachen. Und das will ich direkt hören. Okay, geil. Starten wir rein. Also, 15 Fragen von Danny an mich. Wir machen das nicht abwechselnd, sondern immer einer Run, dann der nächste. Genau. Let's go. Also, nochmal. 50-Euro-Frage. Okay. Ich bin euer Ginter Jauch heute. Und die erste Frage, wir kennen ihn alle. Er ist mittlerweile in den Medien nicht mehr so präsent, ist auch, glaube ich, ein bisschen krank geworden. An der Stelle gute Besserung, aber unser allerbester Freund Christoph Daum. Jeder weiß, was er gemacht hat, jeder kennt seine Karriere. Und die erste Frage, 50 Euro. Christoph Daum ist für einen Spruch weltbekannt. Ich glaube, ich weiß, worauf es hinausgeht. Und die Frage ist, wie lautet der Spruch? Wir haben Antwort A. Mhm. Ich tue das, weil ich mir nicht zu Schulden habe kommen lassen. B. Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. C. Ich tue das, weil ich mir nichts sagen lasse. Oder D. Ich tue das, weil ich Bock drauf habe. Ich glaube, es gibt einige Antwortmöglichkeiten, die vielleicht besser gewesen wären im Real Life, wenn er das gesagt hätte. Ich tue das, weil ich mir nichts sagen lasse, finde ich sehr, sehr, sehr gut. Jetzt muss ich nochmal kurz Revue passieren lassen, was denn die richtige Antwortmöglichkeit war. Also, ich weiß, was das Richtige... Ich glaube, es war B, ne? Also ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Ist auch ein Sound in meinem Soundboard beim Stream. Deswegen gehe ich mit B. Ding, ding, ding. Damit hat Alex 50 Euro imaginär gewonnen. Geil. Und wir gehen rüber zur nächsten Frage. 100-Euro-Frage. Und wir haben ja viele Stadien in ganz Deutschland. Übrigens Petition dafür, dass Günther Jauch auch die Fang immer genauso ankündigt wie du. Erstmal noch so eine Geschichte drumherum erzählt. So, und dann kommen wir zur Frage. Finde ich geil. Wir haben natürlich viele Stadien jetzt hier in Deutschland. Signal Iduna Park und Allianz Arena. Und mittlerweile sind ja auch viele Stadien europäisch bekannt. Weil es ist ja mittlerweile, muss man ja auch sagen, viele Fußballvereine haben zig Millionen Sponsoren. Ja. Heißt dann aber trotzdem, weiß ich nicht, das Sprudelwasser, das Allianz Arena, was auch immer. Da ist ja nochmal ein spannendes Sponsor drin, Allianz. Das stimmt. Die Sprudelwasser Allianz. Wie dem auch sei, habe ich mir einen ganz besonderen Verein rausgesucht, der mir in der Hinrunde das eine oder andere Mal so ein bisschen das Herz zerrissen hat. Okay. Und die Frage lautet: Wie heißt das Stadion von Werder Bremen? Wir haben Antwortmöglichkeit A: Wohninvest Weserstadion. B. Wiesenhof-Weserstadion. C. Matthäi-Weserstadion. Oder D. Und da an der Stelle kleinen Augenzwinkern, weil das wird sein, der Florian-Kohfeldt-Park. Oh, ich muss sagen, also eins steigt dir direkt zu Kopf. D fände ich unfassbar schön. Da würde ich auf jeden Fall auch mal vorbeigehen. Florian-Kohfeldt-Park. Aber es ist tatsächlich ja gar nicht so die übelst einfache Frage. Wenn man nicht weiß, wie das Stadion heißt, dann könnte man ja auch darüber gehen, okay, Matthäi, Sponsor und so weiter und so fort. Ja. Es ist aber das Wohninvest-Weserstadion, weiß ich, weil dieser Name mir einfach ein absolutes Dorn im Auge ist. Deswegen, das war, glaube ich... Antwortmöglichkeit A. A war das, ne? A ist eingeloggt. A ist eingeloggt. Ding, ding. Nehme ich mit. Ja, ich mag es auch, dass du immer die Soundeffekte machst. Weiter geht's. Florian-Kohfeldt-Park wäre aber wirklich unglaublich stark. Ne? Finde ich einfach, wenn der Mann irgendwann mal wirklich kranke Trainerleistung bringt, dann sollte irgendein Stadion, und selbst wenn es irgendeine Dorfmannschaft ist, Florian-Kohfeldt-Park. Das ist wie, wo Infantino meinte, jeder muss einen Stadion nach Pelé benennen. Was ist das für ein Schwachsinn? Hast du das nicht mitbekommen? Nee. In jedem Land soll ein Stadion nach Pelé benannt werden, nachdem der irgendwie gestorben ist. Also ist dann Pelé-Iduna-Park. Keine Ahnung. Wow. Kommen wir zurück zur dritten Frage, 200-Euro-Frage. Und wir werden jetzt so langsam, ich will nicht sagen schwieriger, aber wir wissen natürlich, Alex ist hier Fußballexperte, ja, komm, und ich Rätselboss. Ich möchte jetzt hier die Erwartung nicht zu hoch an ja, lassen. doch, kann man schon sagen, Rätselboss. Ich meine, du sitzt nicht umsonst bei Wer wird's Millionär hier gerade mit mir. Das stimmt. Dementsprechend lautet die dritte Frage: Wie viele Spieler braucht es,
um ein Fußballspiel anzutreten. Das heißt, man hat ja eine bestimmte Mindestanzahl, mit der man das aufs ist, Feld gehen das muss. Das ist die 200-Euro-Frage. Also du hast die jetzt einfach... Die kriegst du raus, die kriegst du raus. Ja, ich weiß, was es ist, aber das ist schon ja nicht so... Ja, deswegen sage ich ja, du bist ja der Rätselboss. Ja, okay. So, wir haben Antwortmöglichkeit A mit einem einzigen. Also ein Dante reicht. Wir haben Antwortmöglichkeit B, 4. Wir haben einfach eine Viererkette Dante. Mhm. Antwortmöglichkeit C, 7. Oder aber, Infantino sagt, es ist Antwortmöglichkeit D, 11 Spieler oder gar nichts. Pro Mannschaft, denke ich mal. Pro Mannschaft natürlich. Okay, nee, ich weiß natürlich aufgrund jahrelanger FIFA-Erfahrung, dass es 7 ist, weil du darfst 4 rote Karten bekommen. Danach ist das Spiel vorbei. Deswegen gehen wir mit der 7 tatsächlich. Das ist vollkommen richtig. Und du hast es war 10. Es war C. Und du hast es tatsächlich gesagt. Es ist faszinierend zu wissen, dass einfach, wenn du mit 7 Spielern antrittst und dann eine rote Karte bekommst, das Spiel einfach direkt abgebrochen wird. Ne? Und 3-0-Wertung, wie du es gerade gesagt hast. Ich denke auch gerade, dass das schon öfter auch mal der Fall ist, dass das passiert, gerade in den unteren Ligen so, dass man da mit weniger Leuten antritt. Das kennen, glaube ich, einige in der Kreisliga. Ich hatte tatsächlich oft gegen Mannschaften gespielt während der Fastenzeit und die Spieler haben sich dazu entschlossen, trotzdem anzutreten. Gerade im Hochsommer ist das nicht unbedingt die beste Idee vielleicht und dann hast du halt nach 20 Minuten gemerkt, okay, da haben 3-4 Leute keinen Bock mehr gehabt. Ja. Eine Frage, die du auf jeden Fall wissen wirst und es ist wahrscheinlich nicht der Fansliebling, aber was ist ein Quiz ohne RB? Oh nee. So. Wir haben nämlich vor kurzem, glaube ich, auch schon drüber diskutiert. Ich weiß nicht, ob es innerhalb des Podcasts war oder außerhalb des Podcasts. Aber wie viele Clubs besitzt das RB-Imperium? Dann haben wir Antwortmöglichkeit A. 2, B. 3, C. 4 oder D. 5. Das ist tatsächlich schwierig, weil es ist 4 oder 5, je nachdem, was du zählst. Also ich kann ja mal in meinem Gehirn kramen. Wir haben RB Leipzig, wir haben Red Bull New York, wir haben RB Salzburg, wir haben RB Bragantino, das ist die brasilianische Liga und streng genommen noch den FC Liefering, der ja so dieser Zuliefererclub für Leipzig ist. Mhm. Deswegen ist so ein bisschen die Frage, ob du das jetzt gezählt hast oder nicht. Die Frage, die ich mir hier erstelle, ist wer der Owner ist, ne? Und nein. Meine Frage wäre eher, wie stehen Sie denn zu Red Bull? Trinken Sie gerne Red Bull? Ich jetzt selber. So ein Schlückchen? Achso, jetzt gehst du in die Rolle auch noch rein. Ich muss sagen, ich bin, wenn es zum Energy Drink kommt, gibt es wenig Sachen, die ich weniger mag als Red Bull. Ich finde, es gibt sehr viel geilere Energy Drinks. Okay. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal damit, und dann, wenn das falsch ist, muss ich meinen Second Chance Joker benutzen, aber dass du FC Liefering nicht mitgezählt hast, weil es eigentlich streng genommen kein Red Bull-Owned-Club ist, glaube ich, sondern einfach nur so ein Affiliate-Club, deswegen gehe ich mit 4. Also es ist C. Ich sehe noch nicht, dass du vielleicht logge ich das doch nicht ein. Ich glaube, ich gehe mit 5. Es ist tatsächlich 5 und das nehmen wir mal hier so mit einem Augenzwinkern dahin, ja, denn es ist tatsächlich, wie du sagst, man muss natürlich auch sagen, es ist 5 am Ende, du hast gerade die Vereine aufgezählt. Aber das ist ja eine ultra schwierige Frage schon für 5 Euro. Ich hätte 4 auch aufgenommen. Okay. Wenn du mir jetzt mit der Argumentation gekommen wärst und gesagt hättest 4, dann wäre das ich auch in Ordnung. Ich weiß halt tatsächlich nicht, ohne das jetzt hier mich durchwurschen zu wollen, ob das halt als Red Bull-owned Club zählt, weißt du das? Doch, tatsächlich schon. Ah, krass, okay. Ich glaube, Red Bull New York hat sogar streng genommen noch eine zweite Mannschaft, die auch dazu zählen würde. Aber die habe ich jetzt hier rausgelassen. Ja, fair. Es gab tatsächlich auch mal RB Ghana. Die wurden aber, glaube ich, vor ein paar Jahren geschlossen. Das war auch ein Projekt, was man da angegangen ist, was nicht funktioniert hat. Aber ja, wir wollen natürlich auch hier Wissen vermitteln. Deswegen sind die Fragen natürlich auch ein bisschen strenger. Finde ich krass, dass das schon das war die 300-Euro-Frage, ne? Ja. Und jetzt kommen wir zu 500 Euronen. Let's go. Einen schönen Lilan. Wir haben auch darüber geredet, Messi-Ronaldo-Zeit. Das ist vorbei. Das braucht keiner mehr, das will keiner mehr. Ballon d'Or haben wir uns satt gesehen, hin und her gespielt. Da kamen ab und zu mal die Modrics und Benzema der Welt. Ribéry und Lewandowski, der wurde der Finger gezeigt. Und Corona hat dann auch irgendwann gesagt, ne, sehen wir nicht. Wollen wir nicht machen. Entweder Ronaldo, Messi oder gar keiner. Dementsprechend hat es natürlich viel hin und her gewechselt. Und es gab ja die Phase, wo, glaube ich, Ronaldo und Messi insgesamt 10-mal hin und her getauscht haben. Mhm. Also vor der Modric- und Benzema-Zeit. Und ich würde gerne wissen, wer ist denn derjenige, der vor den beiden Haiopais den Pokal gewonnen hat? Den Ballon d'Or. Also vor, weil zwischendurch war noch Modric und genau, Dings. Genau, dann gab es ja diese Dominanzzeit. 2007 müsste das gewesen sein, dass... Also, jetzt habe ich natürlich noch Antwortmöglichkeiten. Ne? Ja, es tut mir leid. Ich war so froh, dass ich das weiß. Deswegen. Wir haben Antwortmöglichkeit A, Ronaldinho. Antwortmöglichkeit B, Kaká. Antwortmöglichkeit C, Cannavaro. Und D, Shevchenko. Also, Shevchenko 2005, Cannavaro 2006, Kaká 2007 und Ronaldinho. Hat er denn überhaupt gewonnen? Ich glaube nämlich gar nicht. Deswegen gehe ich mit Kaká. Das war C? Das war B. B. Aber es ist vollkommen richtig. Es ist Kaká. Ronaldinho hat tatsächlich auch einen gewonnen. Aber dann muss es dann noch davor gewesen sein. Dann muss es 2003 oder 2004 oder so gewesen sein, ne? Ich habe jetzt gerade nicht die Liste genau auf dem Kopf, aber ich glaube, Kaká war 2008, meine ich. Das Gute ist, dass ich mir halt Cannavaro immer merken kann wegen der WM und der letzte Verteidiger oder der erste jemals überhaupt. Danach halt Kaká und danach kann man nichts mehr, das weiß ich halt. Shevchenko 2005, davor wird es bei mir auch schwammig. Ich wüsste jetzt nicht, wer 4, 3, 2, 1 war.
keine Ahnung, irgendwann war auch noch Michael Owen. Wie dem auch sei. Jetzt kommen wir vielleicht wieder ein bisschen zum Auflockern. Wir sind hier bei einem schönen Taui. Ich habe ja jetzt auch die erste Safety Zone, ne? Haben wir gar nicht vergessen zu erklären. 500 Euro ist ja die erste Safety Zone. Wenn ich jetzt 1000 oder 2000 falsch mache, falle ich auf 500 zurück quasi. Ja. Genau, aber ist ja Latte, weil du kommst ja eh weiter. Ich hoffe es. Deswegen, wir haben jetzt einen schönen Taui hier im Raum. Let's go. Und ein Mann, der Borussia Dortmund sehr glücklich gemacht hat. Hat mich sehr happy gemacht, hat ein bisschen gecarried. Es ist nicht Aki Watzke. Es ist nicht Aki Watzke. Der Wacki Atzke, Junge. Es ist nicht Jude Bellingham, sondern es ist der schöne Mann aus dem Norden, Erling Haaland. Mhm. So, jetzt hatte er aber auch die Möglichkeit, für eine andere Nationalität oder Nationalmannschaft aufzulaufen, statt Norwegen. Das weiß ich. Ja, doch, das weißt du. Okay. Wir haben die Möglichkeiten. A, Deutschland. Antwortmöglichkeit B, Österreich. Ne, war bei Salzburg, ein bisschen länger, who knows. Antwortmöglichkeit C, England. Antwortmöglichkeit D, Schweden. Ne, Schweden, Norwegen, so ein bisschen nah beieinander. Okay, also jetzt einfach mal aus Ausschlussverfahren würde ich sagen, Deutschland nicht. Da hätte man auf jeden Fall irgendwas drüber gelesen. Österreich hast du probably auch noch reingenommen wegen RB Salzburg. Also Nagelsmann hat Haaland nicht angerufen, ja, sagst du? Nee, das glaube ich nicht. Okay. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass, weil ja auch sein Daddy Alf Inge auch in der Premier League gezockt hat, dass es England ist, weil er vielleicht da seine Partnerin kennengelernt hat und er deswegen irgendwie, oder seine Eltern dort herkamen, also die Eltern von Alf Inge. Viertes wäre Schweden gewesen. Das kann natürlich auch sein, aber das ist vielleicht auch so die nordische Connection, um mich zu verwirren. Das Problem ist, ich weiß es ja nicht sicher. Ganz kurz, das heißt, du willst jetzt einfach Ginter ja auch unterstellen, dass er dich verwirren will? Ja. Okay, fair. Deswegen, ich bin aber, glaube ich, weil ich ja eh die Second Chance habe, ist natürlich ein mächtiger Joker, aber ich will jetzt hier eigentlich nichts vorher benutzen, wenn wir erst bei 1000 Euro sind. Deswegen, wie gesagt, Deutschland, Österreich. Glaube ich nicht. Schweden kann das nicht auch sein. Das sind ja auch schöne Länder, muss man sagen. Also da kann man mal für die Nationalmannschaft spielen. Eins davon, ja. Eins davon, ja. Ich sag England. Was war das? C? Es ist C und es ist richtig. Let's go. Ist es wegen Alf Inge? Ja, er selber ist sogar auch in Leeds geboren. Hatte also die Möglichkeit, dementsprechend in England zu spielen. Geil. Aber das wusste ich tatsächlich nicht. Dann wissen du und viele andere jetzt wahrscheinlich auch gerade diese Antwort. Let's go. Ich muss sagen, ich enjoy das so hart. Ne? Das ist so wundervoll. Geil. Du hast gerade schon über Cannavaro gesprochen. Mhm. So. Es gab ja, also wirklich, viele Leute haben geweint, viele Leute haben gelacht. Italien, Land des Jahres in dem Jahr, hat die WM gewonnen. Es gab ja viele Spieler, die dann am Ende gefeiert haben, nach dem WM-Finale. Mhm. So, viele Männer mit unter anderem auch vielleicht Cannavaro, mit wunderschönem Haar. Und die Frage, die ich dir stellen will, ist, welcher Spieler schnitt sich nach dem gewonnenen WM-Finale, noch kurz nach dem Spiel, seinen Zopf ab? Ist es A, Christian Zaccardo? Ist es B, Mauro Camoranesi? Ist es C, Luca Toni? Oder D, Andrea Pirlo? Boah, ich muss ehrlich gesagt sagen, das ist ja geisteskrank schwer. Also ich glaube, du wirst bei mir erst 16.000 ins Schwitzen kommen. Das kann man wissen. 2000, also das Ding ist, wir gehen ja mal durch. Wir hatten Pirlo. Ich glaube, Pirlo ist absolut null ein Typ für sowas. Ich glaube, der würde das nie in seinem Leben seine Haare abschneiden. Deswegen fällt der schon mal raus. Dann hatten wir Luca Toni. Ist schon so ein Scherzbold. Könnte ich mir vorstellen, dass er es gemacht hat, aber ich meine, das war es nicht. Wenn man sich in der Zeit mal so ein bisschen vorstellt, wie die Leute die Haare getragen haben, insbesondere Luca Toni. Genau. Kann der Mann einen Zopf machen, kann er nicht machen? Viele Leute würden sagen, ich könnte mir einen Zopf machen. Ich glaube, theoretisch könnte er schon, aber er hat halt auch keinen getragen, glaube ich. Also so richtig zopfmäßig. Deswegen würde der für mich auch rausfallen. Dann haben wir noch Zaccardo, den kenne ich halt nicht. Deswegen wäre es für mich jetzt einfach easy zu sagen Camoranesi, weil ich meine, in Erinnerung zu haben, dass der ziemlich lange Haare hatte. Und wir nehmen dieselbe Taktik wie bei 1000 Euro. Es ist Camoranesi. Sehr gut, sehr stark. Der Mann hat nämlich seinen Zopf abgeschnitten und ihn stolz in die Kamera gehalten. Und diesen Anblick werde ich niemals in meinem Leben vergessen. Denn wenn ich heute diese Videos nochmal sehe, dann kommt es mir hoch. Aber gut für ihn. Okay, was kommt jetzt? Sind wir bei 4K jetzt? Wir kommen zur 4K-Frage. Alex ist am Kochen. Let's go. Wir haben ja auch, also jetzt aktuell, ich habe eine FM-Karriere. Ich versuche natürlich mit meinen Mannschaften sehr, sehr hoch zu kommen. Habe es mit Passos nicht geschafft. Habe es mit Kaiserslautern geschafft in die erste Liga. Habe parallel auch noch mit Fortuna Köln was angefangen, was absolut in die Hose gegangen ist, wo ich nach 3-4 Spieltagen hätte rausfliegen können. Aber es gibt ja viele Mannschaften, die den Sprung aus der zweiten in die erste Liga schaffen. Ja. Doch es gibt nur eine einzige Mannschaft, die es geschafft hat, den Meistertitel in der Aufstiegssaison zu holen. Und das sind dann wieder so Fragen, die holen dich wieder zurück. Die holen mich zurück, weil das zurück. Ich kann dir sogar das Ja sagen. Und dementsprechend ist die Frage, welche Mannschaft schaffte es als einziger Aufsteiger direkt den Meistertitel zu holen? Ist es A, Gladbach, B, Kaiserslautern, C, Braunschweig oder D, der erste FC Colonia? Das ist ab, mein Elli. Das war 1998, wundervoll. Der erste FC Kaiserslautern mit dem König Otto als Trainer, Otto Rehhagel, der
von, ich glaube, Franz Beckenbauer damals bei den Bayern entlassen wurde, dann runter in die zweite Liga gegangen ist, muss man sich überhaupt mal denken. Mit denen aufgestiegen ist, dann Meister geworden. Und den Bayern einfach den Finger gezeigt hat. Genau, ja, mit dem jungen Michael Ballack, das weiß ich, es ist Lautern. Es ist Lautern, das ist vollkommen richtig. 4K. Aber du siehst, wir machen das so, du hast ab und zu schwere Fragen, wo du am Zweifeln bist, da hat der Ginter auch dich auf jeden Fall an den Eiern. Und dann ganz ehrlich, die sollen mal wirklich hier so eine Quiz-Sendung nur mit Fußball machen, da würde ich safe mitmachen. 8.000 Euro. Pressure is on, so langsam wird es heiß, so langsam werden die Fragen immer schwieriger. Und auch würde ich behaupten, ja, vielleicht ist da noch die eine oder andere dabei, wo du sagst, ach, das weiß ich doch. Vielleicht. Gar kein Problem. Aber ich glaube, es wird weniger. Es gibt eine Legende des Fußballs. Mhm. Mehrere. Aber es ist so die Legende, die jetzt in den letzten Jahren wahrscheinlich nochmal sehr negative Schlagzeilen gemacht hat, dann wieder mehr oder weniger noch negative, die aber ins Positive gemündet sind, weil sehr viele Leute nochmal an ihn gedacht haben. Diego Armando Maradona. Ja. Der Mann ist ja leider nicht mehr unter uns, ist aber einer der größten Fußballlegenden aller Zeiten. Jetzt hat er mal natürlich eine beachtliche Karriere hingelegt. Da ist natürlich jetzt aber auch die Frage, wo hat denn der überall gezockt? So, da gibt es ja viele Mannschaften. Mhm. Und meine Frage, die ich dir jetzt für 8.000 Euro stelle, ist, für welchen spanischen Club spielte Maradona neben dem FC Barcelona? Das ist Antwortmöglichkeit A, Real Madrid. B, Deportivo La Coruña. Ist es C, Valencia. Oder D, Sevilla. Ich überlege mal, ob ich mich jetzt gerade irgendwie von meinem Gedächtnis täuschen lasse, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es Antwortmöglichkeit D, Sevilla ist. Fun Fact, der hat mal für Tottenham gespielt in einem Benefizspiel. Oh ja, Tatsache. Das ist auch wild. Deswegen habe ich gehofft, dass das darauf abzielt, weil das hätte ich gewusst. Aber Real war es nicht. Du hast noch Valencia, Sevilla und was war der dritte? Deportivo La Coruña. Das ist ein Sleeping Giant, weil die sind halt eine Mannschaft krass unterwegs. Genau, das ist ein Punkt. Eine damals Mannschaft, die auch in der ersten Liga gut gespielt hat. Ich würde, glaube ich, einfach mit meinem Feeling gehen und sagen, Sevilla, es muss Sevilla eigentlich sein. Und du bist sicher, dass du nicht hier den Danny Botch machst, dass du die Mannschaften verwechselst? Weil dann habe ich ja Second Chance. Mittlerweile bin ich comfortable, das bei 8K auch einzulösen. Deswegen, das ist das Gute, wenn man diesen Joker hat. Man kann ein bisschen Cocky spielen. So, ne? Okay. Mr. Cocky himself. Antwortmöglichkeit D wird eingeloggt. Mhm. Und der Mann ist 8K reicher. Yes, sir. Let's go. Next one. Und jetzt kommen wir so ein bisschen ins Regelwerk-Fußball. Geil. Ich habe übrigens auch, so ein paar Fragen. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass wir so eine doppelt haben. Weil das da bin ich mir ziemlich sicher, dass das vorkommt. Also ich weiß gar nicht, also das Regelbuch ist ja wirklich wild. Was ist für Regeln? Wir reden andauernd über die Handspielregeln. Komplette Katastrophe im Fußball. Ja. Muss überarbeitet werden. Es gibt zigtausend andere Sachen. Der Mann steht vor einem Torwart, ist es abseits. Wisst ihr, da halte ich nichts von. Aber es gibt auch so einige Länder, die nochmal so spezifische Regeln haben. Und ich möchte wissen, für 16K, 16.000 Mücken. Das wäre die nächste Safe Zone auch, ne? Ja. In welchem Land, Start, darf ein Mitspieler den Ball beim Elfmeterschießen für den Schützen bis kurz vor Schuss festhalten. Das heißt, das ist wild. Alex läuft an und ich dürfte ihm den Ball festhalten am Elfmeterpunkt bis zu dem Zeitpunkt, wenn er draufschießt. Wir haben A. Heute auch noch, ne? Ja. Mhm. A. Illinois. B. Island. C. Färöerinseln. Oder D. Grönland. Illinois? Das ist doch gar kein Land. Deswegen sage ich ja Start/Land. Ach so, okay. Oh, das ist aber irgendwie gemein. Ja, ich kann dir ja die 16.000 Euro einfach so schenken. Naja, das Ding ist, allein, dass du Start/Land sagst, wenn es eins der Länder gewesen wäre, hättest du, glaube ich, einfach andere Länder dazu gedichtet. Naja, es gibt ja auch Leute, die sagen würden, Grönland ist jetzt zum Beispiel, weil es ja Teil von Dänemark ist, es ist kein eigenständiger, einige sagen, es ist eigenständig. Deswegen wollte ich die Möglichkeit offen lassen, Start/Land. Also Grönland hat sowieso, glaube ich, einfach extrem wenig Fußball, weil Grönland ist, glaube ich, einfach sehr viel Wiese und Eis und wenig bespielt. Das heißt, es könnte schon sein, dass das irgendwie so eine kleine Rural-Dings ist. Illinois würde halt wenig Sinn machen, meiner Meinung nach, weil du halt die MLS halt hast. Ich wüsste auch nicht, welches Team in Illinois, ich bin nicht so gut in US-Geografie am Start. Chicago. Das kann ich als kleinen Tipp geben. Das müsste aber halt dann ja so sein, dass nur in den Spielen in Chicago die Regel zählt und in den anderen nicht. Das würde wiederum nicht so viel Sinn machen, meiner Meinung nach. Aber sagt ihr denn Chicago, the Windy City, was? Also ist ja dafür bekannt, dass es sehr windig dort ist. Das ist ein guter Tipp. Die Frage ist, ob du eher nett bist oder eher gemein. Hey, ich bin Ginter ja auch, Alter, als ob ich gemein bin. Das stimmt eigentlich. Was waren denn noch die anderen zwei Länder? Island? Die Färöerinseln und Island, ne? Und Island. Island ist es nicht. Island hat auch eine professionelle Liga, glaube ich. Also muss ja eigentlich. Grönland tatsächlich auch. Färöerinseln ist halt auch gottlos klein. Also sind die nicht irgendwie in der Weltrangliste irgendwie letzter. Ganz ehrlich, alleine weil das eine rausfällt und du mir jetzt diesen Windy City-Tipp gegeben hast, würde ich, glaube ich, einfach mit Illinois gehen, weil vielleicht ist das irgendwie mit dem Wind, weil du es ja gerade gesagt hast. Und wenn es nicht ist, habe ich ja noch Second Chance und kann immer noch danach. Also, du kannst ja auch natürlich jetzt einen der Joker einsetzen. Könnte ich, aber ich glaube, ich risk es einfach mit Illinois. Und wenn, ganz ehrlich, das Gute ist ja auch, ich habe auch die moralische Victory auf meiner Seite. Weil wenn du mich jetzt in Richtung Illinois drängst und es ist falsch, werden deine DMs eingerannt. Das sage ich dir. Deswegen gehe ich mit Illinois. Wieso werden meine DMs eingerannt? Weil ich das sagen werde. Ich bin dann sauer. Komm, wir nehmen einfach Illinois. Fertig. Okay, Illinois ist eingeloggt.
Ja. Ist leider falsch. Da hat Gintai auch ein bisschen getrickst, aber tatsächlich war meine Idee, als ich diese Frage aufgestellt habe, wegen der Windy City Chicago. Dann bin ich jetzt sauer und werde dir auch gleich bei mir keine Tipps geben, weil das war schon gemein. Das heißt, wir haben jetzt noch... Ich habe dir einen wilden Tipp gegeben. Du hast mir einen wilden Tipp gegeben. Ich habe dir einen wilden Tipp gegeben. Ja, du hast gesagt, the Windy City, weil es da so windig ist. Ja. Das ist der Tipp, oder was? Das gut, ist auf der den Färöerinseln gibt es keinen Wind, auf Grönland, aber Island ist auch weit im Norden. Da gibt es überall Wind. Das ist jetzt auch nicht so der geile Tipp. Ja, gut, aber es hat sich zumindest für dich vielleicht in eine Richtung entwickeln können. Die Frage ist jetzt, du nimmst einen Second Chance. Muss ich, sonst bin ich ja raus. Okay. Jetzt falle ich auf 500 zurück, weil ich ja nicht auf der Safety bin. Das wäre ja. Ja, gut, das heißt, für dich gibt es jetzt quasi noch drei Antwortmöglichkeiten. Genau, es gibt noch drei Antwortmöglichkeiten. Ich könnte jetzt 50-50 nehmen. Die Frage ist, wie wir das dann machen. Da würdest du wahrscheinlich eine noch rausnehmen. Ja. Ich glaube, der 50-50 wird später nicht mehr so valuable sein, oder? Ist der mehr wert als der Moderator-Tipp, ist die Frage. Naja, den Moderator-Tipp, den hast du schon unterschwellig von mir bekommen, ohne dass du ihn eingelöst hast, merke ich gerade. Ja gut, ich habe ihn ja nicht, wenn ich ihn jetzt einlöse, musst du mir schon noch einen Tipp geben. Ja, ich hätte noch einen, aber... Boah, wo ist es denn windiger, in Grönland oder in Island? Aus dem Gefühl in Grönland. Will ich jetzt zocken und einfach Grönland nehmen und auf 500 zurückfallen und dann dir deine ganze Arbeit zunichte machen, die du in die Fragen gesteckt hast? Ach, an mir soll ich... 50-50, tu mir eine weg. Dann fällt Grönland weg. Dann nehme ich Island. Das ist deine finale Antwort? Das ist meine finale Antwort. Wenn das falsch ist, dann ist es okay. B ist eingeloggt. Oh no, dein Gesicht. Leider falsch. Ist falsch. Ist sind die Färöerinseln. Es sind die Inseln. Was ist das denn für ein Arschtipp mit dem Wind? Es ist halt wegen dem Wind. Ist es nicht möglich, dass man da einen Elfmeter einfach aber so schießen kann. Das, Leute, ich bin nicht sauer, dass ich rausfliege. Ich bin sauer über diesen Tipp. Das ist ja der schlechteste Tipp in der Geschichte der Tipps. Ich hab dir einen Tipp gegeben, ohne dass du einen Joker eingesetzt hast. Nee, aber alle. Alles gut, lass mich bitte ausreden. Alle anderen drei Antworten sind ja wohl eher in einem Kopf dafür bekannt, dass es da windiger ist als auf den Färöerinseln. Ich weiß nicht mal, wo die sind. Sehr, sehr nördlich. Ist mir egal. Deswegen, das wäre mein nächster. Ich nehme die 500 Euro mit. Ist das okay? Aber du kannst von mir jetzt auf jeden Fall keine Courtesy erwarten in meinen Dings. Ich habe dir so einen guten Tipp gegeben. Nee. Alter, kann ich ja nicht. Das war so ein Arschtipp. Sorry, das war so ein schlimmer Tipp. Meine Aufgabe ist es nicht, dir Tipps zu geben, wenn du den Joker nicht einsetzt. Es ist alles gut. Wir starten rein mit meiner Frage. Nummer 1. Ich habe 500 Euro gewonnen. Guck mal, ob du da hinkommst. Die Antwort ist ja, weil mir sind die ersten 5 Fragen einfach Arsch. Also, wir starten rein. Wer wird Millionär? Hat ja immer sehr viele dumme Wortspiele. Deswegen mach dich auf viele dumme Wortspiele gefasst. Wir starten rein. 50 Euro. Will die deutsche Nationalmannschaft ein Tor erzielen, schickt man sinnvollerweise den A. Platz zum Schießen, B. Raum zum Flanken, C. Zeit zum Aufwärmen oder D. Höhe zum Kopfball. Wow, okay, Alter, was? Also, wen schickt man sinnvollerweise... Dein oh, das sind wirklich, das sind Wer-will-Millionär-Fragen, ne? Schickt man sinnvollerweise den Platz zum Schießen? Schickt man den Raum zum Flanken? Schickt man den Zeit zum Aufwärmen? Oder schickt man den Höhe zum Kopfball? Ich glaube, du verstehst die nicht, wohin ich glaube, ich bräuchte echt so ein Display, wo die Frage draufsteht. Du kannst es dir einfach hier unten durchlesen, wenn du möchtest. Also, ob du das nicht checkst. Ich check's halt wirklich nicht, ja, da gibt's jetzt keinen Tipp. Warte, leider einen Joker einlösen. What the heck, okay, Alter? Danny, also, ich werd jetzt mal einfach über meinen Schatten springen und sagen, okay, es war vielleicht einfach ein Fehler von dir mit dem Windtipp und werde dir das mal ein bisschen helfen. Es war halt ein vernünftiger Tipp, aber gut. So, wenn man jemanden schickt. Ja. Ja? Fußballerisch schicken. Genau. Nein. Nicht fußballerisch schicken. Du schickst jemanden für eine Aufgabe. Ja, so. Du schickst entweder den Platz für die Aufgabe schießen. Oder du schickst den Raum für die Aufgabe Flanken, den Zeit zum Aufwärmen oder den Höhe zum Kopfball. Deutsche Nationalmannschaft. Fällt dir da von diesen Leuten irgendwer auf, der in der deutschen Nationalmannschaft spielt? Alter, okay. Das war der Punkt. Oh Mann, Alter. Oh Mann, bei der 50-Euro-Frage. Das ist nicht dein Ernst. Ich habe halt überhaupt nicht darüber nachgedacht. Leute, sag's mir bitte. Was macht man... Raum zum Flanken. Ja, man schickt den Raum zum Flanken. Oh. Das war ja der Sinn, weil das hier so alles Fußballflossen sind. Platz natürlich. Zum Schießen, Zeit zum Aufwärmen, komplett. Raum es zum ist Flanken. Oh mein Gott, ich bin wirklich ein Esel. Wow. Es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Wow. 50 Euro sind jetzt sicher. Wir starten rein mit der 100-Euro-Frage. Die ist genauso. Also bereite dich vor. Oh Junge. Tauscht man einen Freiburger Profi und den Showmaster eines beliebten Quizformates im Fernsehen, spielt der Anton Pilawa, Hummels Pflaume, Ginter Jauch, oder Tar Bommes. Tar Bommes ist ein wilder Name. Also, ich muss mich so ein bisschen dran zurückerinnern, welche Namen da passen würden. Also der Clou ist halt in der Frage, ne? Ja, duh. Es ist Ginter Jauch. Ja, es der Ginter spielt den Jauch, weil das ist der Einzige, der bei Freiburg spielt. Ich wollte halt dieses Ginter Jauch-Wortspiel drin, was du eben schon aufgegriffen hast. Wundervoll, 100 Euro bist reicher verdient. Naja, geht so. Aber
Es ist in Ordnung. Weiter geht's. Ich bin so mit bad. 200 Euro. So, jetzt kommen halt so langsam die Fragen, wo ich mir denke, weiß der Danny das? Ich bin mir nicht sicher. Oh, also, 200, das ist wild. Welche Phrase prägte der legendäre Trainer Huub Stevens in seiner Zeit als aktiver Trainer? Die 0 muss stehen, die 9 muss schießen, die 6 muss laufen oder die 10 muss auf die Bank. Bei Schalke passt es eigentlich oftmals zu sagen, die 9 muss schießen oder die 10 muss auf die Bank. Die 10 muss auf die Bank. Es gibt sehr viele Spieler, die es tatsächlich verdient haben, ob sie die 10 haben oder nicht, aber wenn sie auf der Position spielen. Imagine, der ist zum Interview. Und dann kommt, warum spielt Salah so heute nicht? Ja, es ist einfach so mein Credo, die 10 muss auf die Bank. Die 10 muss auf die Bank. Ja, ansonsten, wenn ich so drüber nachdenke und natürlich jetzt mittlerweile wortgewandt im deutschen Sprachgebrauch bin, würde ich sagen, ist es Antwortmöglichkeit A, die 0 muss stehen. Das ist absolut korrekt, du bist reicher um 200 Euro. Letzte Joke-Frage für diese Runde, danach wird es serious, 300 Euro. Wer folgte auf Jürgen Klinsmann 2006 als Nationaltrainer der deutschen A-Nationalmannschaft? A, Christian Ziek. B, Urs Fiss. Mhm. C, Joachim Löw. Oder D, Thomas Schaar. Wow, ich habe wirklich 0% mit solchen Fragen gerechnet, aber die sind sehr, sehr gut. Oh, Jürgen Klinsmann, wundervolle Zeit, Sommermärchen. Da war doch dieser eine popelnde Mann neben denen immer, oder? Ja. Der ist auch, glaube ich, popeln, dafür, aber auch woanders seine Hand hingewandert, glaube ich. Aber man muss ja auch sagen, er und auch wir alle, wir kratzen uns halt auch mal an den Eiern. Ja. Wenn ich jetzt hier Lukas Podolski zitieren darf. Legendäre Pressekonferenz. Und ich würde sagen, es müsste C, Joachim Löw sein. Das ist richtig. Also, falls ihr den Joke nicht verstanden habt, das andere sind alles Tiernamen, aber es fehlt der letzte Buchstabe. Also, Zieg ist Ziege, Löw ist Löwe, Fisch ist Fisch. Leute, dafür ein extra Like bitte. Und jetzt Schaar auch ist Thomas Schaar. Wundervoll, du bist um 300 Euro reicher. Alter, meine Autoreifen sind bezahlt. Let's go. Und wir starten rein mit der Frage, die dich auf jeden Fall schon mal denselben Geldwert holen lässt wie mich. 500 Euro für. Bei der EM 2016 endeten die Namen aller Spieler bis auf einen welchen Landes auf die exakt gleichen drei Buchstaben? Antwort A, Dänemark. Antwort B, Island. Antwort C, Österreich oder Antwort D, Türkei? Ja, Türkei wird es nicht sein. Dänemark auch nicht. Dänemark würde ich hier auch nicht hier nicht rausnehmen. So rum, Digga. Ja, dann gehe ich mit B, Island. Das ist richtig. Tatsächlich alle 22, bis auf den einen, hießen Son mit Nachnamen. Also Ruhig Son, Gisla Son und so weiter und so fort. Das ist so Was wild, denkst du, wie der letzte hieß? Günther. Nee, Sen. Na, schade. Günther, Junge. Wegen SpongeBob. Geil. 500 Euro. Bist du reicher. So, Safety Zone. Ich überlege gerade, ich glaube, die 1.000-Euro-Frage ist tatsächlich, hätte ich, glaube ich, ein bisschen weiter nach unten machen sollen, weil die ist, glaube ich, schon... Ja, ich habe noch ein paar Joker notfalls. Okay, das stimmt. Also, welche Fußballnationalmannschaft wurde Weltmeister, ohne ein einziges Gegentor zu kassieren? Oh. A, die deutsche Frauennationalmannschaft. B, die niederländische Männernationalmannschaft. C, die chinesische Frauennationalmannschaft. Oder D, die französische Männernationalmannschaft. Du hast das Jahr aber jetzt nicht genannt, oder? Nee. Okay. Das ist ja ein bisschen einfach dann, glaube ich. Die Niederlande ist es nicht, weil sind die überhaupt schon mal Weltmeister geworden? Ja. Guter Call. Frankreich Männer. Boah, da kann ich mich jetzt auch nicht dran erinnern, dass man da, als man Weltmeister geworden ist, das war gegen Brasilien hat man da ja gespielt. Mhm. Da hat man aber, glaube ich, auch Tore kassiert. Jetzt gegen Argentinien die Meisterschaft im letzten Jahr, glaube ich, da wird man auch kassiert haben. Ja, allein im Finale halt, ne? Ja, deswegen. Ja, stimmt, ne, klar. Und da ist man halt auch nicht, hat man auch nicht gewonnen. Ah ja, stimmt, man ist argentinischer Weltmeister geworden, hast recht. Davor die WM mit Golo Kanté. Ich würde mir jetzt auch sehr, sehr komisch vorkommen, deswegen würde ich wahrscheinlich auf die Frauennationalmannschaften gehen. Mhm. Boah, muss aber tatsächlich sagen, ich habe gar keine Ahnung, dass die chinesische Nationalmannschaft der Frauen Weltmeister geworden ist. Dementsprechend würde ich sagen, es ist A, die deutsche Frauennationalmannschaft. Das ist mein Call. Das ist richtig. Oh, absolut richtig. Ich glaube, die Frage wäre einiges schwieriger gewesen, hätte man andere Nationen genommen. Deswegen habe ich so gemacht, wie ich es gemacht habe, damit du halt so diesen Path, wie du es machst, auch gehen kannst. Perfekt durchexerziert, wundervoll. Aber Niederlande ist wirklich nicht Weltmeister geworden, oder? Nö. Ja, super. Starten rein mit der 2.000-Euro-Frage. Welcher Fußballtrainer verlor von 2002 bis 2011 nicht ein einziges Liga-Heimspiel? Antwort A, Sir Alex Ferguson. Antwort B, Rafa Benitez. Antwort C, José Mourinho. Oder D,
Jupp Heynckes. 9 Jahre in Folge. Krank, ne? Ist aber true. Habe ich extra nochmal gecheckt. Liga-Heimspiel, ne? Also im Pokal und auswärts und so schon verloren, ja, ja. Aber Liga-Heimspiel nicht ein Spiel verloren. Boah, ich kann mir nicht vorstellen, dass Mourinho in 9 Jahren in Folge, weil er auch sehr oft den Club gewechselt hat. Ja, wobei, das könnte natürlich auch wieder ein Clou darauf hin sein. Ich dachte auch irgendwie, oh, weil ich dich jetzt so überlegen sehe, das ist sowas, was man schon gehört hat irgendwie. Ja, bestimmt, aber ich überlege gerade, weil jeder hätte einen Case, wo man es machen könnte. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, Jupp Heynckes würde ich da rausnehmen. Okay. Sehe ich irgendwie nicht so, weil er hat sicherlich, wenn er bei Bayern Trainer war, was er in der Zeit auch war, hat er safe mal ein Spiel verloren. Benitez, boah, wo war der denn? Der war bei, ich weiß nicht, wo der nach 2011 hatte der, glaube ich, eher so diesen bisschen Downfall mit Liverpool, mit Real Madrid. Ich überlege gerade, ob da noch irgendein Club dabei war. Bei Mourinho muss ich ganz ehrlich sagen, also er müsste ja bei Porto, aber da hat er auch, meine ich, ich habe letztens noch die Highlights von ihm gesehen, müsste er eigentlich, da hat er die, ja, er hat die Liga dominiert, ey, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich eher auf Mourinho gehen würde. Okay, ist das eingeloggt? Ja, ich logge Mourinho ein. Das ist absolut korrekt. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte, du hättest das gehört. Ich finde, das ist ein absurd wilder Set, 9 Jahre kein Liga-Heimspiel zu verlieren. Geisteskrank. Ja, bei Porto, dann bei Inter, bei Chelsea. Müsste auch noch kurz bei Real dazwischen gewesen, oder war das danach? Nee, ich glaube, warte mal, Chelsea, danach ist der zu, ist er danach zu Real oder zu Inter erst und dann zu Real? Easy. Das heißt, du bist bei 4.000 Euro und die 4.000 Euro kriegt dir die folgende Frage. Wer erzielte den bislang größten Transfererlös insgesamt in seiner Karriere? Ist es Antwort A, Neymar Jr., Antwort B, Romelu Lukaku, Antwort C, Usman Dembele oder Antwort D, Cristiano Ronaldo? Insgesamt. Ja, ja. Ne? Genau. Also ich weiß, dass Romelu Lukaku auf jeden Fall einen fetten Case für sich macht. Der ist sehr oft für sehr, sehr viel Geld hin und her gewechselt. Usman Dembele ist ja von Dortmund, als er zu Dortmund gekommen ist, war er so um die, was war ich glaube, 32 Millionen. Dann nochmal zu Barcelona für 100 Millionen. Bisschen mehr wahrscheinlich. Und jetzt zu Paris, das war zwar viel, aber nicht so extrem viel. Das heißt, den gebe ich jetzt mal so 200 bis 250. Neymar hat natürlich jetzt mit seinem 222 Millionen Transfer von Barcelona zu PSG recht viel gemacht. Er ist, glaube ich, auch damals von, wo kam er her? Santos. Ist ja auch für sehr viel Geld gekommen. Also für sein Alter. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel der gekostet hat, als er in die Saudi-Liga gegangen ist. Aber ja, weil da ist halt immer nur über sein Gehalt geredet worden. Romelu Lukaku. Wohin? Zu Chelsea. Über 100 Millionen. Wer war der Vierte eigentlich? Ronaldo. Ja, nee, Ronaldo sehe ich da nicht. Der ist zu Juve ist er für, glaube ich, nicht so viel. Ist dann ablösefrei nach Saudi-Arabien gewechselt. Oder zu Manchester United gewechselt, glaube ich, auch für nicht viel. Den würde ich da eher rausziehen. Also bei mir ist gerade Romelu Lukaku oder Neymar. Hast du eine Ahnung irgendwie, ob das viel oder wenig war für die Saudi-Liga? Kannst du das irgendwie einschätzen? Die müssten dem ja schon ein bisschen was gezahlt haben. Genau, also ich meine, wir sind bei 4.000 Euro, deswegen würde ich nicht den Danny machen und dir vielleicht noch einen kleinen Tipp geben, dass PSG den ja auch nicht einfach so hat ziehen lassen. Ja, ja, natürlich. Aber es wird keine immens riesen Summe gewesen sein. Also keine so wieder abstruse 200 Millionen Summe. Mhm. Ich habe irgendwie sowas im 60, 70 Millionen im Bauch. Mhm. Und dass er, glaube ich, 300 Millionen Gehalt gefühlt bekommt. Mann, wenn ich Romelu Lukaku jetzt... Weil du kannst auch 50-50 machen, ne? Ja, ich habe jetzt für mich persönlich schon 50-50 rausgesucht. Ich muss im Notfall, muss ich die Safety-Nummer gehen. Und ich gehe aber aus dem Bauchgefühl heraus und sage Romelu Lukaku. Das ist tatsächlich falsch. Scheiße. Neymar war 90 in die Saudi-Liga. Ah. Und alleine das sind schon dann ja mit den 2-2-2 über 310. Das ist fast so viel wie Lukaku, aber Neymar hat noch den Wechsel davor gehabt. Ja. Deswegen, Lukaku sind 340 und Neymar 400. Ich habe es jetzt hier schon mal jetzt gesagt, weil du wirst den Second Chance Joker dann einlösen und dann safe Neymar nehmen. Shit, aber das war die Second Chance. Ja, es ist okay. Du bist aber noch drin. 8.000 Euro für die folgende Frage. Welcher dieser Spieler spielte nicht für beide rivalisierenden Vereine AC und Inter Mailand? Mhm. Andriy Shevchenko ist Antwort A. Mhm. Mario Balotelli ist Antwort B. Andrea Pirlo ist Antwort C. Und Clarence Seedorf komplettiert das Quartett. Boah, ich dachte anfangs noch, es wäre easy. Aber jetzt gerade komme ich sehr hart ins Nachdenken. Also, warte, und du hast gefragt, wer nicht war. Also, drei von denen haben für beide gespielt. Einer nicht. Also, ich weiß auf jeden Fall vor Effekt, dass Balotelli bei beiden gespielt hat. Das heißt, der fällt da schon mal raus. Dann haben wir
Andrea Pirlo, den sehe ich nicht bei Inter. Den sehe ich eigentlich bei Juve und bei AC. Seedorf sehe ich gerade nur bei AC. Kann ich absolut gar nicht einschätzen, ob er dort war, ob er bei Inter auch war. Und der erste war wer? Shevchenko. Da sehe ich eigentlich auch keinen Interwechsel. Das heißt, du sagst, bei den drei, die nicht Balotelli sind, siehst du, die waren alle nur bei AC. Gefühlt ja. Okay. Bei Pirlo vielleicht irgendwann mal davor, aber das kann ich mir eigentlich auch nicht so gut vorstellen. Ja, wobei doch, vielleicht eher, je mehr ich mir das vorstelle, desto besser würde es passen. Aber ich glaube, ich gebe mir eine 50-50 rein. Du gehst mir 50-50 rein? Ja. Also rausfallen Mario Balotelli und Clarence Seedorf. Also übrig bleiben Shevchenko oder Pirlo. Schau mal, du hast es eigentlich schon ganz gut argumentiert, glaube ich. Also es würde am meisten Sinn machen für mich persönlich, dass Pirlo bei Inter irgendwie gewesen ist, wo ich es jetzt aber nicht weiß. Shevchenko, weiß ich, ist von AC, glaube ich, direkt zu Chelsea gewechselt und ist danach meines Wissens nach nicht zurück. Deswegen gehe ich mit Antwortmöglichkeit A, Shevchenko. Absolut richtig. Hat drei Vereine gehabt, AC, Chelsea und Dynamo Moskau müsste es gewesen sein, glaube ich. Pirlo war tatsächlich sogar 4 Jahre bei Inter, ganz am Anfang. Ach, krass. In die 2000er rum. Seedorf auch ein bisschen länger gewesen. Balotelli hast du sofort ausgeschlossen, deswegen sehr, sehr stark. Aber Shevchenko, war der bei Moskau? War der nicht in der Ukraine irgendwo? Dynamo Kiew, natürlich. Sorry, nicht Dynamo Dings. Ja. Okay. Die Frage, an der ich gescheitert bin, dein Safety Net. Wer erzielte das berühmte Phantomtor im Jahre 2013 innerhalb der Bundesliga? A. Pierre-Michel Lasogga. B. Mario Mandzukic. C. Stefan Kießling oder D. Klaas-Jan Huntelaar. So, also, Phantomtor. Ich weiß, dass es ein Tor war, was, glaube ich, am Außennetz dann reingegangen ist. Es war auch, meine ich, ein Kopfball. Jetzt haben wir natürlich ein paar Leute hier dabei, die auch des Kopfballs mächtig sind. Das sind eigentlich alle von denen, oder? Das ist richtig. Ich weiß, es ist kein blaues Trikot. Dementsprechend Klaas-Jan Huntelaar würde ich hier an der Stelle rausnehmen. Wen hatten wir? Lasogga, Mandzukic, Kießling würden da noch übrig bleiben. Ja, ich versuche ein bisschen Zeit eigentlich rauszunehmen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es C. Stefan Kießling ist. Das ist absolut richtig. Absolut richtig. Wenn du dir da mal anschaust, das war nämlich gegen Hoffenheim, wer da in der Startelf stand, ne? Bei Hoffenheim. Volland bei Hoffenheim einfach unterwegs. Und hinter ihm einfach Firmino unterwegs. Also oh, good old times. Geisteskrank, aber Kießling ist richtig. Schiri übrigens. Dr. Felix Brüch. Aha. Ja. So, damit hast du die 16.000 safe und auf jeden Fall schon mal mehr im Spielrunde Nummer 1 als ich. Wir starten rein, 32.000 Euro. So langsam wird es richtig serious. Aber auch das ist wieder so ein One-Time-Ding. Wirst du eventuell sogar noch dich dran erinnern? Denn du hast es wahrscheinlich miterlebt. Für 32.000 Euro. Welche kuriose Sache passierte dem Schiedsrichter Graham Paul im Spiel Kroatien gegen Australien bei der WM 2006? Antwort A. Er trat aus Versehen einen Spieler in die Hacken, der daraufhin ausgewechselt werden musste, aufgrund einer Verletzung. Antwort B. Er zeigte einem einzigen Spieler dreimal die gelbe Karte. Antwort C. Er verschluckte beim Pausenpfiff seine Pfeife. Oder Antwort D. Er pfiff 5 Minuten zu früh zur Halbzeit. Oh, das ist ein guter Call, aber ich... Also das Letzte ist tatsächlich bei mir jetzt gerade so das, was wahrscheinlich am meisten hängen bleibt. Weil das passiert gefühlt alle 2 Spieltage. 3 gelbe Karten ist schon sehr heavy, ne? Irgendwie muss ich direkt an Van Bommel denken, obwohl er eigentlich nichts damit zu tun hat. Aber es hat schon so einen Van Bommel-Vibe, ne? Ja. Bisschen. 5 Leute zu viel einwechseln oder 3 gelbe Karten zu viel geben. Hacke drauftreten, weiß ich jetzt nicht. Das kann passieren, aber das kann ich mir fast nicht vorstellen. Du hast auch noch einen Joker offen, ne? Also du hast Second Chance weg und 50-50. Du hast noch den Moderator-Tipp. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wär zufrieden, wenn wir hier mit der gleichen Summe rausgehen. Dementsprechend. Du wär ja nicht. Du willst ja runterfahren auf 16. Du hast ja, das ist ja die 32er-Frage. Das heißt, du kannst auch eh zocken. Ja, gut. Aber man kann ja auch gehen. Das haben wir auch vergessen zu sagen. Du kannst ja auch bei 64 sagen, ich will gehen, um das Geld zu behalten. Wenn es nach mir gegangen wäre, wäre ich noch 4 gegangen eigentlich schon. Ja. Die hätte ich jetzt gerne. Aber ich glaube, mich ganz, ganz düster daran erinnern zu können, dass es Antwortmöglichkeit D ist, dass er die Halbzeit 5 Minuten zu früh angepfiffen hat. Das heißt, du willst den Joker nicht einsetzen? Nee. Okay, dann bist du bei 16k. Denn das ist leider nicht richtig. Was hat er gemacht? Hat er die Pfeife verschluckt? Nee, er hat 3-mal im Spieler die gelbe Karte gezeigt. Was ein Esel. Und zwar unser Bundesliga-Hoffenheim-Legende Josip Simunic. Der hat den gelb gezeigt, nochmal gelb gezeigt und dann ist ihm in der Nachspielzeit aufgefallen, als er ihm nochmal gelb zeigen wollte. Moment mal. Er hat ja schon 2-mal gelb, hat ihm dann gelb-rot gezeigt und das war auch noch wegen Meckern 2-mal. Also, das ist natürlich. Ich dachte, daran erinnerst du dich. Aber naja, dann kriegst du die letzten 4 Fragen nicht. Aber 16k sicher, ich habe 500. So Leute, das war also Wer wird Millionär? Dennis holt sich die 16.000 und ich leider nur mieselige 500 Euro. Ich wollte mich nochmal kurz bedanken für das ganze letzte Jahr, den ganzen Support, den ihr da gelassen habt. Nicht nur im Podcast, aber auch hier auf YouTube, auf Twitch, auf Instagram oder wo auch immer ihr mir folgt und
der euch den Content anschaut. Es ist einfach wunderschön zu sehen, wie viele Leute da wirklich mit interagieren und es ist mir eine absolute Freude. Ich hoffe, das neue Jahr wird noch viel besser. Ich habe einige Sachen noch in der Hinterhand, die ich leider noch nicht ankündigen kann oder darf, aber es kommen auf jeden Fall ein paar coole Sachen, Videos, Projekte und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr seid mit am Start und ich hoffe vor allen Dingen auch, euer Jahr ist gut gestartet. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Haut rein und habt einen wundervollen Tag. Ciao, ciao.